literally just give my life, yeah? If I fall, I'm not going to get up. So, im Vergleich zu Silvester ist es heute richtig leer hier. Das ist die Hauptstation. Direkt an der Oper oben. Mal die Circular K Tour tun. Die ist direkt hier oben an der Oper und soll wohl alle Sehenswürdigkeiten, die hier sind, miteinander verknüpfen. So sieht der Platz also im Hellen aus, wenn hier nicht über 1 Million Menschen Silvester feiern. Every time I do this, I get really scared. I get scared that I'll get brain damage again. There's one little thing I've got to say, and I just want to thank everyone for watching the show. It's been a real pleasure working for you. Have a great day, yeah? Hope to not in the rain. There's one last thing I've got to say, and I just need to mention a couple of things before I say it. My job is to help people have fun. The reason I do this is I love helping people have fun. When I say this, sometimes I look at the audience and everyone in the audience looks so unhappy, and it really breaks my heart. You know, when I say this, it's just a choice. You choose what you think's right, yeah? You know, don't be unhappy. What you see right now is actually my job. Come on everyone, lots of good energy. Come on, sing it. Biggest clap and cheer ever.
Wetter ändert sich hier im Minutentakt. Eben hat es noch geregnet, jetzt ist es windig, aber die Sonne scheint wieder. Garten. Vergessen, dass unter der Stadt ganz viel Sandstein liegt, hat man hier etwas davon aufgebaut. Auf der anderen Seite ein Monolith-Denkmal. Und diese Steine finden sich im Meer. Daneben haben wir einen kleinen Bambuswald. Oh nein, ich habe mich verlaufen. Ich bin mitten im Regenwald. Sieht schon klasse aus, da gibt's nix. Also der botanische Garten ist super entspannt. Man kann überall herumliegen, kann es sich gut gehen lassen, die Sonne genießen, wenn sie denn scheint, eine Bootstour machen. Im Hintergrund habt ihr die Skyline von Sydney mit dem großen Sydney Eye Tower, einigen Wolkenkratzern. Und hier hinter dem Baum befindet sich die Oper und die Harbour Bridge. Ich glaube, ich habe das Haus gefunden. Das Problem ist leider nur, dass der Garten ein bisschen größer ist als gedacht. Sonst wäre er auch nicht der Royal Garden. Und deswegen habe ich jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, weil ich heute Abend noch was vorhabe. Das heißt, ich werde es mir jetzt nochmal angucken und in den nächsten Tagen nochmal herkommen. Hier ist das gute Stück. Weiß nicht, wie man das übersehen kann. Das Tolle ist, sie bieten hier auch Führungen an. Und leider schaffe ich das heute nicht mehr. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal wiederkommen und gebe mir für das Erreichen heute schon mal einen halben Punkt. Ja, ich bin vielleicht ein Depp. Ich stand direkt auf dem Boden. Das ist nämlich hier, wo die Sandsteine sind. So, ich habe es geschafft. Und hier geht meine Reise dann demnächst weiter. Immer noch ein Rätsel, wie sie es geschafft haben, zu Silvester die Innenstadt komplett autofrei zu kriegen.